und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es um das Thema flacher, definierter Bauch oder wenn nicht sogar ein Sixpack. Gibt es hier ein Geheimrezept oder einige Tipps und Tricks? Ich denke schon und ich zeige sie euch jetzt. Heute bin ich wieder an der Tafel. Wundert euch nicht über dieses Gemälde. Es mag am Anfang vielleicht etwas umständlich und kompliziert wirken, aber das ist es nicht. Und zwar soll das eine Frau darstellen. Ungefähr in dieser Perspektive, leicht von der Seite. Genau, also hier haben wir im Blau sozusagen unsere Silhouette. Dann in Grün habe ich unsere Bauchmuskulatur eingezeichnet. Man kann hier die seitliche Bauchmuskulatur auch sehen. Und dann das Rote soll unsere darüber vorhandene Fettschicht darstellen. Sozusagen das Fett, das sich eben noch darüber befindet. Worauf kommt es jetzt an, wenn man sagt, man möchte einen flachen, definierten Bauch oder wenn nicht sogar ein Sixpack haben? Wenn sich nun viele so ein Ziel setzen, dann beginnt man vielleicht häufig damit, dass man sagt, okay, direkt nach dem Aufstehen oder abends mache ich noch ein paar Sit-Ups, das wird schon gut gehen. Oder dass man sagt, nach 18 Uhr wird einfach nichts mehr gegessen, sodass der Bauch schön flach wird. Oder man nimmt vielleicht sogar gewisse Abnehm-Shakes, womit es alles einfacher und unkomplizierter gestaltet werden soll. Oder man fährt Fahrrad oder man geht joggen. Das sind alles natürlich wunderbare Sachen und ich habe mir das früher eigentlich genauso gedacht. Ich bin auch eher so im Cardio-Bereich hängen geblieben, weil ich auch gedacht habe, ein flacher Bauch, da muss es einfach sein. Und das alles sind natürlich tolle Sachen, gar keine Frage. Aber auch wenn man jetzt hier in dem Bereich nur noch Bauch trainiert, in der Hoffnung, dass das Fett sozusagen sich dann auf magische Weise in Muskulatur umwandelt, dann weggeht und dann hat man dieses stahlharte Sixpack. Das ist leider auch nicht so der Fall. Man muss hier wirklich auch schauen, dass man die Ernährung umstellt, denn sonst stärkt man nur die Muskulatur unter dem Fett und das Ganze wölbt sich dann ein bisschen, denn man hat ja die vorhandene Fettschicht und die größer werdende Muskulatur unter der Fettschicht. Viele sind sich in diesem Bereich noch sehr unsicher und deswegen muss ich hier erstmal mit den Mythen etwas aufräumen, denn für einen flachen und definierten Bauch gibt es nur zwei elementare Punkte und zwar muss hier einmal Muskulatur aufgebaut werden und das Fett muss abgebaut werden. Und jetzt fragen sich bestimmt ganz viele von euch, wie mache ich das jetzt mit dem Training? Was muss ich anstellen? Und da ist der erste Punkt intensives Krafttraining. Viele Mädchen bleiben halt gerne immer auf den Cardiogeräten hängen oder gehen gern laufen oder machen gern HIIT-Einheiten. Dadurch erhöht man seinen Verbrauch, keine Frage, aber man bekommt eher so einen leicht ausgezehrten, ausgemergelten Look und man muss da immer wieder von vorne anfangen. Also ihr verbrennt diese Kalorien, währenddessen ihr das macht, auf dem Gerät oder draußen und dann geht es wieder von vorne los. Hierbei sind die richtigen Muskelreize wichtig, das heißt, ihr müsst die Muskeln wirklich schocken, sodass sie sich formen wollen. So, und jetzt fragen sich bestimmt viele von euch, wie muss ich vorgehen, vor allem im Training? Was habe ich da zu tun? Und der Trick hierbei ist Kraftübungen. Und das könnt ihr entweder im Fitnessstudio machen, aber auch genauso gut zu Hause, dass ihr hier wirklich Muskelreize setzt. Und ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, wie gesagt, während dem Cardio-Training verbrennt ihr eben das, währenddessen ihr die Cardio-Einheit macht. Und Muskeln sind wie ein Atomkraftwerk, wie eine Fettverbrennungsmaschine und die verbrennen permanent. Und je mehr Muskeln wir haben, desto mehr verbrennen wir. Und wie schön ist denn das, wenn wir einfach auf dem Sofa liegen und die ganze Zeit Kalorien verbrennen? Also ein Traum. Also das ist mein erster Punkt und zwar auf Kraftübungen setzen und ihr braucht hier gar keine Angst haben, dass ihr hier zu schnell und zu krass Muskulatur aufbaut, da dürft ihr wirklich Vollgas geben. Aber hier ist auch der Schlüssel, dass ihr jetzt wirklich nicht nur ausschließlich Bauch trainiert, dass ihr sagt, ihr geht jetzt ins Fitnessstudio nur für eine halbe Stunde lang Bauchtraining, sondern es gibt auch ganz, ganz viele andere Grundübungen, die den kompletten Rumpf stärken. Und das ist wirklich auch sehr, sehr wichtig. Und zwar gibt es hier Übungen wie zum Beispiel Kniebeugen. Das ist das hier. Das ist wirklich eine eher schwierigere Übung, die einiges an Erfahrung auch braucht. Das heißt, wenn ihr noch ganz am Anfang steht, geht bitte langsam an die Sache ran. Am besten auch unter Aufsicht, denn es ist eine wirklich schwere Übung, die erstmal gekonnt werden muss. Genauso wie diese hier, und zwar Kreuzheben. Das sind wirklich die absoluten Standard-Basic-Übungen, sage ich jetzt mal, die den kompletten Körper fordern und eben vor allem auch die Rumpfmuskulatur. Erst die Ausführung lernen und dann mit den Gewichten steigern und dass auch hier sozusagen der Bauch richtig arbeiten muss. Und dann kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 2 und zwar, wie bekomme ich dieses Fett darüber weg? Und hierbei ist es wirklich wichtig, ich sag's euch, nicht, dass ihr mir nichts mehr esst. Das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Fehler, dass man sagt, man möchte sich einfach nur runterhungern. Wenn ihr hier noch detailliertere Tipps haben wollt, dann schaut zu meinem Video die beste Ernährungsweise. Da erkläre ich es nochmal etwas genauer. Aber wichtig ist, dass ihr hier ausgewogen esst und euch wohlfühlt. Ihr wollt ja das Training bewältigen und dabei ist es wichtig, dass ihr hier auch
ganz normal Kohlenhydrate esst. Das heißt, gute Kohlenhydrate wie beispielsweise Süßkartoffeln oder ich bin auch ein Fan von Haferflocken, Reis. Es gibt Quinoa, Amaranth, die euch lange satt halten und euch mit Energie versorgen. Und als anderen Energieträger sind die Fette und die sind wirklich sehr, sehr wichtig für euren Hormonhaushalt. Und hierbei gibt es auch super Fettquellen wie beispielsweise Avocado, Nüsse wie Walnüsse, Mandeln, Cashewkerne, Fischöl, das kann man zum Beispiel auch in Fischöl-Kapselform zu sich nehmen, das ist auch mega gut. Eier sind hier auch super gut und dann natürlich noch das Protein. Hierbei immer schauen, dass ihr einfach zu jeder Mahlzeit eine Proteinquelle mit dazu packt. Das ist dann sozusagen euer Baustoff für eure Muskulatur. Da kann zum Beispiel sein Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier, aber auch pflanzliche Quellen wie Bohnen, Quinoa und so weiter. Linsen sind mega gut und habt hier einfach eine ausgewogene Mahlzeit. Sucht euch eine Kohlenhydratquelle aus, packt euer Eiweiß mit dazu, rundet es mit gesunden Fetten ab und dann ist euer Körper wirklich super versorgt. Füllt euren Körper, gebt ihm das, was er braucht und trainiert fleißig und dann bekommt ihr die Ergebnisse, die ihr haben wollt. Also fasse ich die beiden Punkte nochmal zusammen. Es ist wichtig, dass ihr wirklich regelmäßig fleißig trainiert und euch gesund ernährt. Ich möchte nicht, dass ihr euch auf einmal das ganze Essen streicht, dass ihr euch runterhungert und furchtbar leiden müsst. Das ist wirklich der komplett falsche Weg. Dass wenn ihr die ganze Sache angeht, dass es langfristig ist und dass ihr nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern für immer einen fitten und athletischen Körper habt. Und das ist doch wirklich unser aller Ziel. So, und das war mein kleines Video zum Thema flacher Bauch, definierter Bauch oder vielleicht sogar Sixpack. Und hier in dieser Stelle möchte ich euch fragen, was eure detaillierten Videowünsche sind. Also soll ich jetzt hier auf einen gewissen Punkt genauer eingehen? Ich gehe natürlich hier von mir selbst aus, aber ich möchte es von euch wissen. Deswegen schreibt es mir jetzt sofort unten in die Kommentare rein, damit ich das lesen kann und nochmal spezifischere Videos dazu machen kann. Und wenn euch dieses Basic-Video schon gefallen hat, dann gebt jetzt den Daumen nach oben. Super gerne meinen Channel abonnieren. Auch gerne meinen super brandneuen englischen Channel. Den packe ich auch nochmal in die Infobox unten rein. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Und dann ist vielleicht dein Thema mit dabei. Ciao!